Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute mal wieder ein bisschen was anderes mitgebracht. Und zwar zwei Anrufe von einem Callcenter, das mich wohl erkannt hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Anrufen. Hallo? Guten Tag, sprich ich mit Herr Steiner, ja? Ja, genau. Ja, perfekt, Herr Steiner. Ich bin Caroline aus Handelsplattform. Ja. Also, Sie haben Interesse, Gesellschaftstraining machen, ja? Genau. Okay, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nö, bis jetzt noch gar nicht. Okay, keine Erfahrung. Genau. Okay, kann ich etwas Ihnen fragen? Ja. Warum ich höre meine Stimme? Weiß ich nicht, warum Sie Ihre Stimme hören. Also, machen Sie ein Video, ja, genau, für YouTube. Bitte? Sie machen ein Video für YouTube, ja? Ja, genau. Schönen Tag! Jo! Sehr schön. Und wie viele Kunden hier haben wir? Bitte? Und wie viel, also, da gibt es viele Menschen, wie viel? Ja, im Durchschnitt sind es gerade so 1000. Auch so, 13.000. Entschuldigung, Sie sind ein Mann? Ja. Ach so, ich habe gesagt, Sie sind eine Frau. Moment bitte. Okay, ich habe schon mit unserer technischen Abteilung gesprochen. Ja, Sie sind ein Mann. Und wie alt sind Sie? Ich bin 29. 21? Nee, 29. 29? ich habe schon gedacht, Sie sind 100. Naja, okay. Okay, Moment bitte. Ja, hallo? Ja, hallo. Möchten Sie auch jemanden grüßen? Ja. Ja, wen denn? Ja. Ah ja, okay. Bist du Erzieher von einem Kindergarten, ja? Nee. Nee, und was bist du überhaupt? Scheiße. Was denn? Was bist du überhaupt? Was ich bin? Mensch, Kinder, Alter... Person einfach oder sowas. Ich verstehe nicht. Oh, ich verstehe nicht. Hast du einmal Frau? Nee. Ja. Nein. Weißt du, dass ihr Frau geht fremd? Ich hab ja keine Frau. Oh, gestern hat mir so gesagt. Ja, also hier muss man sich mal wieder bewusst werden, die rufen von einem Trading-Unternehmen an, also von sowas ähnliches wie einer Bank und die versuchen von euch Geld zu bekommen. Naja, also ich sag mal, hier beweisen sie auf jeden Fall definitiv, dass es sich hier um gar kein seriöses Unternehmen handeln kann. Denn jedes seriöse Unternehmen hätte das Gespräch halt einfach beendet, wenn sie merken, dass der Gegenüber ja nicht die gleichen Absichten hat wie man selbst. Tja, aber irgendwie vertrödeln sie ja gerne selber ihre Zeit. Aha. Warum machst du solche Dinge? Ja, weil ihr Betrüger seid, deswegen mache ich solche Dinge. Doch, ihre Stimme gefällt mir einfach nicht, deswegen leitere ich Anruf. Ach so, okay. Hallo, Herr Steiner? Ja. Sie sind Herr Steiner? Ja. Achso, Ihre Stimme gefällt mir nicht. Moment bitte. Also das war hier tatsächlich wieder dieselbe, zum dritten Mal. Obwohl sie sich jetzt zum dritten Mal als jemand anderes mehr oder weniger ausgegeben hat. Also so hat sich's zumindest angehört, als hätte jetzt jemand anderes dran gehen sollen. Sie war es aber dann letztendlich selbst und wiederholt sich eigentlich, ja, die ganze Zeit immer wieder mit dem gleichen Bullshit. Naja, lassen wir sie mal weiterreden. Ach so, nochmal diese scheiße Personal, ich möchte nicht sprechen. Hallo? Ja, hallo. Hallo, scheiße, wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Es scheint ja so, als wollt ihr alle mal in YouTube. Oh, sag auch, dass deine YouTube-Kanal
Zuschauende auch scheiße sind, ja? Ah ja, okay, die Zuschauer sind alle scheiße, okay. Okay, sie sind alle scheiße, Leute. Ah ja. Da werden die sich bestimmt Tschüss. Auf jeden Fall über euren Anruf freuen. Hallo? Ja? Ihre Stimme gefällt mir nicht. Das hast du schon gesagt. Tja, ich hab's euch ja versprochen, dass das Niveau dieses Kanals hier definitiv in Zukunft noch ein bisschen sinken wird. Und ja, hier ist der Moment. Also es wird tatsächlich nicht besser in diesem Video hier und in dem Telefonanruf. Es wird eigentlich nur eher, immer mysteriöser und komischer, weil ich auch gar nicht so richtig weiß, was sie überhaupt damit bezwecken wollen. Also letztendlich vertrödeln die da selber ihre Zeit. Man hört sie ja auch im Hintergrund lachen. Vielleicht haben sie gerade alle Pause, ich weiß es nicht. Oder es kommen gerade einfach keine Anrufe gerade rein, beziehungsweise Datensätze, die sie dann anrufen können. Weiß ich nicht, wird ein Rätsel bleiben. Aber auf jeden Fall zeigen sie hier wunderbar, was wir hier für Unternehmen am Telefon haben. Hallo? Ja? Guten Tag. Ja, hallo. Hallo, wie geht es Ihnen? Ja, mir geht's soweit super. Also ich habe heute schon einige Videos wieder zusammen. Ja. Ich bin gerade im Schnitt. Aha, sehr schön. So, Sie haben eine Stimme, ja? Das gefällt mir nicht so. Ach so, okay. Ja, das ist ja nicht weiter schlimm. Tschüss. Also ja, haben Sie ein gutes Video gemacht für Ihren Kanal? Ja, ja. Wir haben es auch gemacht. Perfekt. Super. Also so viel. Wissen Sie, warum wir haben Ihnen gerade angerufen? Auf jeden Fall, wir haben Ihre Nummer nicht aus Handelsplätzen, sondern wir haben Ihre Telefonnummer aus Internet. Ich weiß nicht, wissen Sie oder nein, aber da gibt es so viele, also welche Webseiten, die schreiben Ihre Telefonnummer. Als ein, wie kann man sagen, verrücktes Mensch. Ah ja, okay. Na Mensch, da gesteht sie ja quasi sogar selbst gerade, dass sie illegal bei mir anrufen. Ich meine, mal davon abgesehen, dass sie hier 100% lügen wird. Ja, sie hat jetzt hier bestätigt, dass sie illegal einfach so anrufen, weil sie mich aus irgendeiner Liste, aus dem Internet die Nummer haben und deswegen ruft man halt die Leute einfach an und versucht sie dann ein bisschen zu beleidigen und das finden die dann auch in Ordnung, ne? Also, ich sage mal, hier wird ganz klar, dass die wissen, was sie da für einen Job machen, denn kein normales Unternehmen würde euch anrufen und einfach mal so am Telefon vollpöbeln und die ganze Zeit mit irgendeinem Unsinn voll lutschen. Warum machen Sie es? Ja, weil Sie Betrüger sind und ich Ihnen Zeit stehlen will. Aber es scheint ja auch gut zu funktionieren. Sie verplempern ja gerade wieder Ihre Zeit. Entschuldigung, was wäre Sie? Ich sagte, ich will Ihre Zeit verplempern und das scheint ja auch sehr gut zu funktionieren. Ach, wissen Sie, wir machen ein Video für unseren Kanal. Deswegen, Sie können einfach mit uns sprechen. Na ja, wir machen, also, es ist einfach egal für uns, ja? Es ist nicht Arbeit oder sowas. Wir machen ein Video. Wir haben Ihre Telefonnummer gestern aus Handelsplattform bekommen. Nicht Handelsplattform, sondern Webseite. Und haben mich schon angerufen. Weil wir haben Zeit und möchten einfach ein bisschen sprechen mit Ihnen. Naja, das ist ja kein Problem. Dafür ist die Nummer ja da. So, und jetzt haben wir hier eine Stelle, wo wir gleich einen wahrscheinlich russisch sprechenden Kollegen am Telefon haben. Das könnt ihr mir hier mal in den Kommentaren reinschreiben. Also ich meine die Kommentare unter dem Video, nicht den Live-Chat. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was er hier so schreibt und welche Sprache er hier eigentlich ganz genau benutzt. Wie gesagt, ich vermute, dass es russisch ist. Hi. Ja, hallo. Ja, hallo, guten Tag. Jo, Bro. Как дела, брат? Здорово. По-русски говоришь? Was für ein Ding? Как очень Ding, говори по-русски говоришь? Не, das verstehe ich nicht. Du bist speaking Russian. Russian. Не, Deutsch. Не, Deutsch? Ja. Что это не Deutsch? Mm-hmm. Нет, не Deutsch. Deutsch это машина, не Deutsch. English, do you speak English? Nee, wie gesagt, der Kanal ist auf Deutsch. Also, wenn ihr was... Да не пизди, ты понимаешь хорошо по-русски, что ты пиздишь, блин?
Tja. Ich denke mal, die Zuschauer werden es mir übersetzen können, was es heißt. Anna, was du da machst? Ich sage, давай lieber по русски, lieber по английски базарить. Mhm. Ты готов? Möchtest du auch noch jemanden grüßen? Do you start? Ah ja, okay. Okay? Mhm. Let's go. Do you speak it? Do you understand me? Understand? Wie gesagt, du kannst gerne auf Deutsch mit mir sprechen. Ты долбоёб, говори по-английски, либо по-русски. Я по-английски не говорю. Ты что, не вникаешь до сих пор? А я. Не, я говорю с ним, почему? Слушай, ты Путина знаешь, Путина? Владимир Владимирович Путин. Угу. Он тебе шайса. А я, Putin, scheiße, you. Ja, also, wie gesagt, das, was du mir sagst, können mir die Zuschauer garantiert in den Kommentaren beantworten. Und da ich hier vermute, dass hier politische Aussagen getroffen wurden, ich weiß es nicht genau, ich distanziere mich davon, vorsorglich einfach mal. Ja, und lasse es halt zu Aufklärungszwecken einfach drin, was diese Kreaturen hier am Telefon so von sich geben. Putin, Putin, scheiße, yeah, don't Putin, Putin, you and your Germany, scheiße. Ah ja, okay. Okay, okay, ja, ja. Putin is power, well. Also wenn ich dir das beantworten soll, dann musst du mir das auf Deutsch übersetzen, ansonsten wird das nichts. Это чей разговор? Кто-то слышит меня? Нет, кроме вас. Из вас кто-то слышит меня? Mm-hmm. А переводите, что он говорит, я не понимаю ни хрена. А я. Бро, please, speak, okay, speak. Ага, я. Говорит, speak. In, other language, or English, or Russian. English, do you understand, do you speak in English? Nee, du kannst mit mir auf Deutsch sprechen. Wie gesagt, do you speak in English? Сука, ответь на английском. Ja, wie gesagt, answer me in English. Answer me in English, блядь, долбоёб. Ja, wie gesagt, der Kanal ist auf Deutsch. Also, wenn dich die Leute verstehen sollen, dann schreibst du oder dann sprichst du auf Deutsch. Hm? Das ist ja Deutsch. Ja. Ja, что? Deutschland. Deutschland. Deutsch. Deutsch. No, bro, no. I speak in Russian or in English. I am Ruski. I am Ruski, bro. Listen to me, bro. Ja, I am Ruski. Tja, scheint er hier zu bestätigen, dass er aus Russland kommt. Traurig. Denn normalerweise sind die Russen nicht so drauf, sondern, eigentlich eher auch ein vernünftiges Volk. Aber, was will man denn erwarten, wenn man sowas hier am Telefon hört? Ich meine, letztendlich zieht er sein ganzes Land in Dreck, wenn er sich so am Telefon verhält und dann auch noch damit prahlt, dass er aus Russland kommt. Weiß ich nicht. Also ich finde, der sollte sich auf jeden Fall was schämen, denn, so kennt man die Russen auf jeden Fall nicht. Putin, Vladimir Putin. Do you understand? Vladimir Putin. One second. Susan. Vladimir Putin, fear it is power. Medvedev. Ganze Kampf. Ja, wie gesagt, hier nochmal zur Erinnerung, schreibt mir gerne in die Kommentare, was der hier so schreibt. Am besten mit Zeitstempel, also damit ist gemeint, die Uhrzeit, die ihr in der Zeitschleife unten seht. Zum Beispiel 14:22, ne, oder dergleichen, je nachdem an welcher Stelle ihr gerade was übersetzen wollt, sofern ihr da was verstanden habt. Bro, you are a very interesting man. I like you. Really. I really like you. Ihr scheint wirklich ein sehr, sehr seriöses Unternehmen zu sein. Нет, ты долбоёб, блядь. Ты не понимаешь, что я тебя не понимаю, блин. Do you understand Russian? Russian, understand? Nö, aber das hatten wir ja schon. Nein?
Ja. Дай мне пизди. Да все понимают по-русски. Gib immer wieder jemanden anders. Die anderen, die können wenigstens Deutsch. Nein. I am... Bro, listen to me. I am not understand this Deutsch, language. Or it's your language, I am not understand. But I am understand... But I am understand Russian, English, so Spanish. Do you speak in Spanish? Spanish. Or French. Spanish, French, English... Russian. Mhm. Du speak in German. Ja, ja. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was er damit jetzt bezwecken möchte, dass er mir die ganzen Sprachen auflistet, die er da vielleicht sprechen kann. Tja, letztendlich ist es ja eh bloß ablesen, was er da machen. Also ich glaube nicht, dass er die ganzen Sprachen da auswendig kann. Aber schon ein trauriges Spiel, wenn man hier einfach mal... Ja, schaut, was hier so passiert, ne? Also nur nochmal zur Erinnerung, wir sind ja bei einem Trading-Unternehmen, das Geld von euch haben möchte und wo ihr Vertrauen haben müsst. Tja, ich würde sagen, Vertrauen ist hier fehl am Platz. Ja? No, я хочу с ним поговорить. Крутой чувак, блин. Bro, do you listen to me? Do you listen to me, bro? Wenn du von mir eine Antwort haben willst, dann sprich mit mir auf Deutsch. Deutsch? Englisch. Bro, Englisch. Du kannst gerne mit mir auf Deutsch weitersprechen. So? What? I think... your subscribers... understand in Russian. I see you're in life. You're a very interesting man. If you think that you help someone, I say you. You пиздишь. Отвечаю, пиздишь. Mm-hmm. Na, immerhin haben wir hier mal eine ganz neue Beleidigung, die ich so noch gar nicht gehört habe. Pistich ist auf jeden Fall neu. It's not normal. Bro, I work in this company. In this company, yeah? Brokers in this company. Over 100, 200, over. Говори, брат, как нормально говори. Что? Георгий? Чей он был? Грибо. Так. Да, подожди. Я сейчас, секунду. Eure Verbindung wird gerade irgendwie schlechter. Do you listen to me? Jetzt höre ich dich wieder, ja? Do you have money? Do you have money? Ja. Ja, do you have money? Yeah? Ja, wie gesagt. Okay, your money, material, your ass. Your money. Das ist was? Bitte? No. Your money. Das ist. So it's in your ass. Your money in your ass. Ja. It's very kind, Werner. It's kind. Excellent kind. Ja? Du langweilst mich langsam ein bisschen. Kannst du mich nochmal an jemanden anderes weitergeben? Ich понимаю по-немецки. Deutschland, блядь, немецкий. Долбоёб ты немецкий, блядь. Я тебе говорю, я не понимаю по-немецки. Ты что, базаришь, блядь? I say ещё раз. If you think...
you can save someone or people. You? Du langweilst mich ein bisschen. Fuck it. Fuck it. Таких брокеров, как я, как сейчас по-английски, таких брокеров, как я, работников. Advisors like me, больше тысячи. Я. Are hundreds. And in this moment, when I speak with you, other advisors calling with 200 people. You in this moment, a very stupid man, if you think save other people. Tja, klingt auf jeden Fall sehr niederschmetternd, was er da so von sich gibt. Oh. Naja, ich kann es nur wiederholen. Und sowas will euer Geld haben. Как мне сказать ему, что мы даже... Сьюзан, как мне сказать, что мой рабочий день закончился уже? My work time is over. Really, да? My work time is over. 1 hour ago. Я просто, брат, не знаю, там... Мне было скучно, сказал, почему бы нет, почему не поговорить с тобой? Yeah. Понимаешь, да? Я. Your Russian subscribers translate you my как тебе сказать? Короче, мои слова русские, кто смотрит стрим, братья, вот сделайте прям, ну, перевод, то, что он долбоёб, если он думает, что он кого-то, не знаю, там помогает, он несёт полностью бред. Лос? Why? Ага, my colleague say, говорит тебе, told you, слушай, ты долбай по кусок, пошел нахуй, гандон, вот она так и тебе говорит, ты по ним понял? Ты понял? Шайса? You are шайса? Very good, bro. Scheiße. Okay, bro. Goodbye. Alles klar. Goodbye. Dabei, aber das ist scheiße. Tja, wunderbarer Beweis, dass wir hier eigentlich für ein Callcenter am Telefon hatten. Naja, aber scheinbar scheint denen trotzdem langweilig zu sein. Sie haben dann gleich nochmal angerufen. Das Folgegespräch hört ihr jetzt. Welche YouTube-Kanal bist du? Callcenter-Abzocke. Wie bitte? Callcenter-Abzocke. Callcenter-Abzocke? Ja, genau. Aha. Und, hast du gefunden? Was? Hast du gefunden? Kreuzende Abzocker. Nee, Abzocke mit E am Ende. Abzocker. Abzocke mit E am Ende. Buchstabier bitte nochmal.
Ja, Callcenter ist, denke ich mal, klar. Und dann Leerzeichen und dann A, B, Z, O, C, K, E. A, B, T? Nee, A, B, Z. Aha. Und dann O, C, K und ein E. Ja, da ist man schon mal ehrlich mit den Betrügern und die kriegen es trotzdem nicht gebacken. Aber was will man von solchen Leuten auch erwarten? Die machen halt nichts anderes den ganzen Tag, als von ihrem komischen Skript ablesen und die Leute zu bescheißen. Ich glaube, IQ-fördernd ist das auf gar keinen Fall. Okay, Herr Steiner, können Sie es nochmal sagen? Ich hab's, denke ich mal, jetzt schon oft genug gesagt. Aber wir einfach finden ihn nicht. Ja, dann musst du es halt in die Suche eingeben. Vor allem ist hier wieder schön auffällig, dass auf einmal jemand anders am Telefon ist. Ne? Also, ich kann es euch wirklich nicht beantworten, wie das zustande kommt, dass die so viel Freizeit haben, dass sie die Leute privat anrufen können. Ich weiß es wirklich nicht. Wir suchen. Mhm. Kreuzende Abzüge, ja? Mhm, genau. Aber da gibt es nicht im YouTube. Tja. Und wie kann also es machen einfach? Wir möchten ihn finden. Es gibt ja noch andere Kanäle. Okay, sagen Sie andere Namen. A Callcenter Fun. Moment. Oder Callcenter Scambaiting kann ich auch noch sehr empfehlen. Oder Callcenter Terrorist. Callcenter. Moment. Oder Telefonziege. Ich finde es einfach nicht. Okay. Den Telefonveräppler habe ich noch vergessen. Und wie kann man Ihre Kanal finden? Ich möchte es auch schauen. Ja, über die Suche. Ja, wir immer suchen, aber da gibt es nicht. Tja. Okay, Moment. Nochmal, einfach diktieren mir. Es wird langsam ein bisschen langweilig mit euch. Nö, ich denke mal, ihr werdet das schon hinkriegen. Doch scheiße, diktier mir den halten Mund, einfach sagt diese Buchstaben. Kriminelle Kursante, ja? Bist du Lüger, bist du selbst Betrüger, dann sagen Sie mir diese Kanalname. Seid ihr eigentlich zufrieden mit eurem Job, dass ihr so die Menschen ausraubt? So halte Mund! Sprich über keine andere Sache, nur diktiere mir diesen Namen! Möchtest du noch jemanden grüßen? Nein. Na, mir scheißegal, was du machst jetzt. Sag mir diesen Namen! Nö. Ich hab dir ja jetzt schon ein paar Namen genannt. Blöder King TV gibt's auch noch. Ich hab noch nichts gehört.
Sie sie? Hm? Ihre schmutzige Name, sagen Sie mir bitte. Ich soll dir schmutzige Namen geben. Ja, gib mir eher schmutzige Namen. Mhm, du gestehst okay. auch selbst. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ihr müsst ziemlich viel bist Zeit haben, ne? Bist du nur, was sage ich, Tasche für die sauber, also für Boden oder sowas? Mhm. So ein Person. Dann sag mir, oder lege ich auf? Okay. Geh weg, also. Ja. Naja, viel erwarten kann man ja von solchen Callcentern nicht. Aber das war hier für mich tatsächlich auch mal in einem ganz neuen Ausmaß, dass ja, eigentlich das ganze Video nur darum geht. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn es mal ein bisschen was anderes war. Ich denke mal, zur Aufklärung dient es auf jeden Fall. Im Übrigen, Callcenter Abzocke ist jetzt auch auf Twitter zu finden. Einfach CC Abzocke oder eben Callcenter Abzocke in die Suche eintippen oder direkt über den Link im Kanal. Gebt gerne noch einen Daumen nach oben und schreibt gerne noch in die Kommentare. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.